Hallo, ich freue mich, dass du wieder Golfen mit Freude besuchst. Ich war gestern mit diesen zwei Freunden auf der Driving Range, mit dem Hybrid und mit dem Holz. Und ich möchte dir als nicht erfahrener Golfer mit Handicap zwischen 36 und 54 erklären, welche Technik notwendig ist, mit diesen zwei Schlägen zu spielen und welcher Rescue, welches Holz ist besser? Es gibt natürlich unterschiedliche. Falls dieses Video dir gefällt und dir hilft, weiterzukommen in dein Golfspiel, dann bitte einen Daumen hoch und falls du es noch nicht bist, Abonnent von Golf mit Freude werden. Beim Rescue, wie der Hybrid, das ist natürlich ein Zwischending zwischen Eisen und Holz, empfehle ich ein Rescue oder Hybrid mit viel Loft, also ein Hybrid 5, 6 oder 7. Diese Zahl 5, 6 oder 7 entspricht dem Loft, das ist dieser Winkel hier, von dem Eisen. Nur ein Rescue ist länger als ein Eisen, aber der Kopf ist ganz anders und der Kopf ist sehr entscheidend. Das macht den Schlag mit diesem Schläger relativ einfach. Aber hier ist noch ein Kandidat, der vielleicht dir sehr helfen kann, das ist das Holz 7. Du könntest auch ein Holz 9 ausprobieren. Aber ich finde das fantastisch als erstes Holz für einen Anfänger. Holz 7 ist schon lang, noch länger als ein Rescue, viel länger als ein Eisen, aber der Kopf ist groß und sehr wichtig, die Sohle ist sehr, sehr breit. Und das macht den Schlag mit diesem Schläger auch sehr, sehr machbar. Und mit dem kann man wirklich von Länge profitieren. So, jetzt erkläre ich die Technik, dann sage ich, welche Schläge ich denke, besser für dich ist. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, beide sind super und super für Transportschläge, damit du vom Fairway weiterkommen kannst. So, ich fange mit dem Hybrid an. Das erste ist die Ballposition minimal vorne im Stand. Da, wo dein Herz ist, da soll der Ball liegen. Der Schläger ist länger als ein Eisen. Aber trotzdem möchte ich auch, dass du dich schön nach vorne bückst und das Gewicht vorne hast. Allgemein möchtest du das Gefühl von einem Eisen haben. Das bedeutet, der Rückschwung ist nicht nach da, sondern eher gerade zurück. Du kannst gerne deine Handgelenke auch gleich einsetzen. Okay, und du kannst ein bisschen kurz ausholen, du kannst weit ausholen. Hauptsache, deine Wirbelsäule bleibt beim Ausholen gerade. Verlage das Gewicht wie immer nach rechts und dann, während du die Arme senkst, verlage das Gewicht nach links und sehr wichtig, treffe den Ball und dann den Boden. Schwinge nach unten. Gucke, dass du die Arme schön lang im Treffmoment hast. Das sind Dinge, die du auch mit dem Eisen machen musst. Nur der Kopf, der schwächt sich so, dass der Schläger nicht hängen bleibt. Und was auch sehr, sehr schön mit dem Rescue, zwei Dinge. Man kann weit schlagen, aber der Ball fliegt auch schön hoch. So, was mache ich mit dem Holz? Was ist da anders? Ja, das Holz ist ein Stück länger. So, deine Haltung ist mit diesem Schläger sehr wichtig. Man möchte mit dem Holz eine gute Drehung machen, ohne dass man aus der Achse rauskommt. Und da ist es schon wichtig, dass du einen geraden Rücken hast. So, mach folgende Übung, damit du auch gut stehen kannst, damit du mit diesem Holz gut umgehen kannst. Strecke die Arme nach vorne, nutze dein Hüftgelenke, indem du dich nach vorne bückst, bis die Hände auf Hüfthöhe sind und dann lass die Arme runter. Und die ganze Spannung muss mit diesem Schläger weg, aus dem Arm und aus der Schulter. Geh zum Schluss ein bisschen in die Knie, stehe ungefähr Schulterbreite und jetzt ist es möglich, dich gut zu drehen, ohne hoch zu gehen. Man muss mit diesem Schläger die Drehung vollenden beim Ausholen, aber in der Achse bleiben. Okay, nächster wichtiger Punkt. Der Schaft mit dem Holz sollte möglichst gerade sein. Und du musst gucken, dass du beim Abschwingen den Schaft wieder in die gleiche Position bekommst.
Und wenn du das jetzt zu Hause übst, wirst du dann merken, dass wir nicht die Hände festhalten können. Wir müssen die Hände laufen lassen. Und was jetzt sehr entscheidend ist, ich treffe den Boden, aber ich treffe den Boden mit der Sohle von diesem Schläger und nicht mit der vorderen Kante. Und das ist genial, weil wenn ich es schaffen kann, den Boden mit der Sohle zu treffen, dann ist es wirklich egal, ob ich den Boden zu früh treffe, da wo der Ball ist, oder etwas später. Der Schläger gleitet dann. So, was ist mein Lieblingstransportschläger für dich? Das ist der Schläger, den ich jetzt in der Hand habe. Das Holz 7. Der Grund, warum ich das sage, ist folgende. Ich werde jetzt sehr, sehr langsam schwingen. Werde aber gucken, dass ich den Boden mit der Sohle treffe, den Ball gut treffe. Okay, da habe ich für mich sehr, sehr langsam geschwungen und habe 164 Meter geschlagen. Ich könnte noch langsamer schwingen. Das war wirklich vom Gefühl her Zeitlupe. Habe 153 Meter geschlagen. Ich schwinge noch langsamer. 145 Meter. Jetzt nehme ich das Eisen 7. So, um diese Entfernung zu schaffen mit dem Eisen 7, muss ich recht schnell schwingen. Guck mal, da muss ich noch schneller schwingen, um die gleiche Entfernung zu treffen. Ein Holz ohne Rescue vom Boden zu spielen, ist eigentlich eine gute Idee, weil dann kannst du runter mit der Geschwindigkeit. Dann kannst du schwingen statt zu schlagen. Und ich denke, du könntest dann von diesem Schläger begeistert sein. So, bitte nicht denken, wenn du ein Holz in der Hand hast, oh, jetzt muss ich 200 Meter, jetzt muss ich drauf hauen. Nein, nein, schwing lieber ruhiger, weil dein Ziel ist, Konstante zu schlagen, den Ball im Spiel zu behalten. Ich hoffe, dass dieses Video dir gefallen hat und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Tschüss.